Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video zu Wurm Online. Dieses Mal geht es jedoch primär um Prozesse innerhalb des Dorfes. Also so eine quasi Netiquette und wie man Abläufe verbessern könnte und so weiter. Also wenn ihr nicht in unserem Dorf seid, ist es wahrscheinlich uninteressant. Außer ihr wollt die Prozesse ähnlich in eurem Dorf machen. Aber ja, ich fange einfach mal an. Ich habe mir eine Liste gemacht von Dingen, die im Teamspeak so aufgekommen sind. Also ich hatte einfach gefragt, was stört euch gerade so, was könnte man im Dorf verbessern? Und dann kam doch recht schnell recht viel zusammen. Da fange ich einfach an mit dem Teamspeak selber. Also es wäre schön, wenn ab und an Leute auch ins Teamspeak kommen könnten. Ihr müsst nicht reden, es wäre nur schön, wenn man zuhören könnte bei manchen Sachen. Also es gibt keine Teamspeak-Pflicht, aber gerade wenn man so auf dem Jagdausflug ist oder so, wäre es schon schön, sich schneller absprechen zu können. Und was zur Hölle macht das Schwein da? Das wird eingesackt. Darf ich dich mitnehmen? Ja, darf ich. Sehr schön. Du kommst mit nach Hause. Also ja, Teamspeak nutzen wäre zwischendurch schön. Allgemein das Forum auch regelmäßig überprüfen wäre auch schön, weil da wird sehr viel gepostet. Also auch Karten von der Umgebung, wer ist in unserer Allianz, wer macht gerade was. Das ist schon sehr praktisch. Und dazu kommt noch das Piratenpad. Das Piratenpad ist eine Webseite, wo man quasi zusammen an einem Textdokument schreiben kann. Und da haben wir ein Piratenpad für die Arbeitsaufträge. Das heißt, wenn man irgendwas erledigt haben möchte, dann schreibt man einfach in seiner Farbe hin, ich hätte gerne ein Toolbelt zum Beispiel mit Quali 50. Dann den Namen dahinter und gut ist. Und dann, wenn irgendjemand Zeit hat, guckt er sich das an, sagt, oh, das kann ich ja machen. Dann schreibt er dahinter, ist in Arbeit mit seinem Namen und da wird das so nach und nach abgearbeitet. Das ist wesentlich praktischer, als wenn man im Dorf immer fragt. Also klar kann man das natürlich auch machen, aber es sind ja nicht immer alle online. Und da kann man quasi jederzeit gucken, wer gerade was macht und was nicht. Dazu gibt es auch noch eine Seite, wo wir unsere Skills aufgeschrieben haben. Da kann man dann sortieren, wer hat welchen Skill am höchsten und dementsprechend die Leute auch gezielt ansprechen. Und irgendwie verliere ich ganz schön viel Stamina. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zurück von Tower Bay. Tower Bay wird in 24 Stunden aufgelöst und vorher haben wir Erlaubnis bekommen, da so alles zu plündern, was noch rumliegt. Die wertvollen Sachen haben natürlich schon zur neuen Location gebracht, aber das ganze alte Krimskrams ist für uns immer noch ziemlich wertvoll. Also sind jetzt 5-6 Mann von uns dabei, das da auszuräumen. Aber da der Tag gerade angefangen hatte, dachte ich mir, geh doch mal nach Hause und zeig ein wenig vom Dorf. Den Rest vom Dorf sieht man übrigens im nächsten Video. Das wird dann auch für alle interessant sein. Das wird dann das offizielle Update-Video. Das ist ja nur hier so eine kleine Erklärstunde zwischendurch. Aber ja, das wären die Webseiten. Also, besser gesagt, Programme. Teamspeak, Forum, Piratenpad und allgemein, wenn Fragen da sind, traut euch einfach im Village-Chat zu schreiben. Es ist besser, erst zu fragen, als einfach auszuprobieren, dann irgendwas zu machen. Denn gerade in diesem Spiel kann man sehr viel sehr schnell machen, was aber sehr schwer wie rückgängig zu machen ist. Zum Beispiel, man stellt einfach mal kurz einen Zaun auf. Den aber abzureißen, dauert mir eben eine halbe Stunde, Stunde. Das Aufbauen nicht mal 5 Minuten. Ja. Was gibt's noch? Ich gehe mal kurz meine Liste durch. Message of the Day. Genau. Das habe ich schon aufgeschrieben gehabt, aber trotzdem würde ich es gerne nochmal erwähnen. Da steht Folgendes drin. Eingezäunte Bereiche bitte nicht abfarmen oder abhacken. Das betrifft primär die Baumfarmen. Wenn man die Stadt Richtung Westen verlässt, ist auf der linken Seite eine Baumfarm, beziehungsweise mehrere kleine, für jeden Fruchtbaum eine. Da bitte gar nicht hacken. Die sind nur dazu da, nach und nach abgepflückt zu werden, wenn die Jahreszeiten halt dran sind. Allgemein zu den Baumfarmen, wir haben auch mehrere, die nicht eingezäunt sind. Das ist einmal südlich von unserem Dorf, der Zedernwald oder Pinienwald. Westlich vom Dorf, der große Pinienwald, Richtung Alte Mine auf der rechten Seite. Und wenn man das Dorf in östliche Richtung verlässt, ist da jetzt auch ein neuer Zedernwald. Da kann zwar gehackt werden, aber allgemein, wenn ihr Holz hacken wollt, dann müsst ihr darauf achten, welche Altersstufe ein Baum hat. Und immer eine Sichel dabei haben. Ich kann das ja mal kurz zeigen, wenn meine Stamina gleich wieder da ist. Flop, 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 ich sollte mehr trinken. So, ich habe jetzt einen Skill schon recht hoch, deswegen kann ich sehen, wie alt ein Baum ist und ob er Setzlinge hat oder nicht. Das könnt ihr am Anfang natürlich nicht. Das heißt einfach Doppelklick. Da seht ihr da, du siehst einen sehr alten Pine Tree. Und wenn du mit der Sichel raufgehen würdest, hättest du hier die Pick Sprout Option. Das heißt, wenn du jetzt Bäume fällen wollen würdest, nimmst du erstmal einen Setzling ab. Nicht jeder Baum hat einen Setzling, aber einfach in der Umgebung umgucken, dass du ein paar Setzlinge hast. Dann guckst du, wie alt er ist, dann fällst du ihn um und dann setzt du ihn neu. Also einfach Sprout, Pinewood und dann auf einem Grasfeld Nature Plant.
Und so haben wir auch langfristig unsere Bäume da. Aber wenn jeder einfach durch die Gegend holzt und nicht aufs Alter achtet, dann ist das schon ein Problem. Also bitte nur old, very old, overaged und shriveled. Das sind die ganz alten. Shriveled bringt zum Beispiel gar kein Holz mehr, weil sie halt zu lange gewachsen sind, ohne dass sich jemand darum gekümmert hat. Nächster Punkt wäre das Lagerhaus. Wir haben in der Oberstadt, wo ich auch gleich hinkommen werde, das Lagerhaus, das Nordtor und die Taverne. In den drei Gebäuden werden alle Sachen eingelagert. Also im Nordtor, was ja auch unsere Kaserne ist, alle Waffen und Rüstungen. In der Taverne ist eigentlich geplant, das ganze Essen zu lagern, das momentan aber auch noch teilweise im Lagerhaus. Und der ganze Rest halt im Lagerhaus selber. Da sind BSBs, also Bulk Storage Bin, nach Qualität sortiert. Und auch nach Thema. Also wenn man reinkommt links, zum Beispiel gleich Logs. Da kommen alle Logs rein, von der Qualitätsstufe und so weiter. Es wäre schön, wenn die Sachen da auch immer einsortiert werden könnten. Denn wir hatten es jetzt recht häufig, dass Sachen einfach vor dem Lagerhaus abgeladen wurden und der arme Johnny dann stundenlang einsortieren durfte. Außerdem, auch wenn ihr Baumaterial rausnehmt aus den Kisten. Es ist klar, man hat einen Hausplan sich aufgestellt, ist jetzt dabei, in den nächsten Tagen ein Haus zu bauen. Dann wird man es auch gerne schnell schaffen. Aber wenn man sich dann 500 Mörtel aus dem Baumaterialien BSB nimmt und auch Tage später keins zurücklegt, finde ich das schon ein bisschen doof. Also klar, ihr könnt euch gerne bei dem Baumaterial bedienen, aber es wäre schön, wenn ihr in den nächsten Tagen noch dafür sorgt, dass wenigstens ein Anteil davon wieder zurückkommt, also selber herstellen. Weil sonst haben wir ein paar Leute, die durchgehend produzieren und ein paar Leute, die durchgehend rausnehmen. Und dann ist es ein bisschen unfair. Also das Lagerhaus so ein bisschen auffüllen. Auf dem Piratenpad sieht man übrigens auch ganz gut, was momentan noch gebraucht wird. Also ich gucke zwischendurch im Lager rum, ob Nägel da sind, ob Planken da sind und so weiter. Und schreibt dann auf dem Piratenpad, was die Gemeinschaft so primär noch braucht. Noch was. Wir haben vor dem Lagerhaus die Improvement-Kisten. Also wenn ihr irgendwas improved haben wollt, also verbessert haben wollt, dass es eine höhere Qualität hat, legt es einfach mit eurem Namen da rein und mit der Qualitätsstufe, die ihr gerne haben wollt. Das kann ich euch gleich noch zeigen. Denn wenn ihr es einfach nur so reinlegt, weiß niemand, wem es gehört. Und dann schnappt es sich irgendjemand. Außerdem, wenn ihr sowas wie Lederrüstung improven haben wollt und keine Nietenlederrüstung draus haben wollt, dann müsst ihr das auch dazu schreiben. Also allgemein recht detailliert schreiben, was ihr wollt. Das hier sind die Kisten. Gucken wir mal rein. Improvement-Eingang. Da sehen wir jetzt zum Beispiel Large Mall 30 plus soll es werden und ins Nordtor geliefert. Oder hier ein Schwert, das Miles gerne auf maximaler Stufe hätte. Und hier ist meine Schaufel, wo ich nichts dazu geschrieben habe. Kerugon. Komm, 60 plus. Sind wir mal wagemutig. Wird bestimmt nichts. So, also ja, in die Kisten kommen die Sachen rein, die verbessert werden sollen. Wenn man dann das verbessert bekommen hat, also irgendjemand wird vorbeikommen, gucken, ob er was zu tun hat für sein Handwerk halt, also Blacksmith, Carpenter oder was auch immer. Und wenn er das improved hat, legt das hier rein in die Ausgangskisten. Und hier sind ja auch schon eine Menge Sachen fertig. Das sind nämlich primär Sachen, die man nicht verbessern kann. Also allgemein, wenn ihr Gegenstände seht, wo kein Symbol hinter ist, dann ist das Anfänger-Equipment. Das kann man nicht verbessern. Also ja, die Sachen können gleich wieder raus. Sonst nicht besonders viel. Aber ja, wo ich gerade hier bin, wenn ihr Sachen habt, die weg müssen, wie zum Beispiel Anfängerzeug oder sowas, wirft es einfach in eigenen Altar. Das kann dann geopfert werden und wir kriegen noch Dorfboni raus. Und die Supernova ist immer noch aktiv. Unsere neuen Priester haben sich ein wenig ausgetobt und das da geschaffen. Das sind ganz, 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 ganz viele Leuchtkugeln. Achso, du kannst mal hier stehen bleiben. Irgendjemand holt dich schon ab. Was ich eigentlich zeigen wollte, das Nordtor. Vor dem Nordtor sind eigentlich Trainingspuppen. Jedenfalls waren da Trainingspuppen. Man muss bei den Oh, sind sogar neue da. Sehr schön. Was man bei Trainingspuppen beachten sollte, auf keinen Fall einfach angreifen. Also momentan habe ich eh kein Schwert in der Hand. Aber wenn man mit seinem Schwert in der Hand rangeht und macht rechts Practice, dann haut man mit dem Schwert drauf. Und die Trainingspuppen gehen sehr schnell kaputt. Also wie hier auf dem Schild auch steht, nur mit Schaft oder Mollet angreifen. Und alle 10 Schläge oder so gucken, wie die Quali ist. Also entweder mit Examen oder einfach Doppelklick. Und dann sieht man hier 27er Quali. Ich kann ja mal testweise das falsch machen. Ich hoffe mal, ich hack sie nicht mit einem Stück kaputt. So, hab's in der Hand. Okay. Practice. Treff nicht. So, 1,15 Schaden. 1,5 Schaden. Das ist schon ordentlich. Also wenn ich jetzt
20, 30 Mal zuhauen würde, würde das Ding auch kaputt gehen. Okay, ein paar Mal mehr, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Allgemein AFK gehen an den Dingern ist auch keine gute Idee. Also haut da einfach mit einem Mollet und einem Schaft von möglichst niedriger Qualität drauf und alle Nase lang repariert ihr das Ding. Und wenn die Quali selbst mit 0 Schaden auf 20 runter ist, sollte das Ding erstmal geprüft werden, bevor man daran weiterarbeiten kann. Dann haben wir noch die Altäre. Da sind wir auch gerade vorbeigekommen. Hier Valus-Altar zum Beispiel. Und jeder Altar hat einen Radius, in dem er die Domäne des Gottes aufspannt. Das heißt, man kann nicht einfach überall einen Altar hinsetzen. Außer es ist ein Metallaltar und der muss dann aber gesegnet werden. Das ist ein bisschen komplizierter. Allgemein ist es auch sehr wichtig, dass die Altäre eine möglichst geringe Qualität haben. Denn je größer die Qualität, desto größer der Radius des Gottes. Und man kann dann keinen anderen Altar in die Nähe hinstellen. Von einem anderen Gott. Zum Beispiel haben wir auch da ganz hinten bei Starfall einen Altar, der ist irgendwie 70er Qualität und rare. Der zieht sich bis hier in unsere Stadt hin. Was ganz schön übel ist. Also ja, Altäre allgemein bitte nicht einfach so bauen. Bauen ist sowieso ein super Stichwort. Wir haben hier recht viele Bauflächen in der Unterstadt, die zu vergeben sind. Die auch schon vergeben wurden. Hier gerade im Hafengebiet taucht was Neues auf. Wenn ihr davon etwas zugeteilt bekommt habt, dann nehmt bitte auch nur die Flächen, die dafür zugestanden sind. Und nehmt euch nicht irgendwie noch einen Garten raus oder zäunt irgendwas ein oder sonst was. Teilweise habe ich sogar gehabt, dass Leute haben sich einfach zwei Grundstücke geschnappt und das dann komplett zugebaut. Einfach so, ohne nachzufragen. Oder es wurde angefangen, ein Stück vom Hafen aufzuschütten oder ein Stück im Westen wegzuleveln, also den ganzen Boden glatt zu machen, ohne überhaupt mit irgendjemandem Rücksprache zu halten. Das ist nicht sehr praktisch. Weil wir haben 3-4 Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag lang damit, die Stadt so zu planen, wie sie am Ende aussehen soll. Und da gibt es auch konkrete Pläne. Und wenn irgendjemand daherkommt und sich nicht abspricht und einfach irgendwas macht, dann macht er die Arbeit von allen anderen zugrunde. Oder macht sie wesentlich schwieriger. Zumal die Zeit, die derjenige investiert hat, dann ja auch für die Katz ist, weil das alles rückgängig gemacht werden muss. Also bitte bei solchen größeren Vorhaben, also Bodenterraform, Gebäude aufstellen und so weiter, immer im Village Chat fragen. Die Hauptansprechpartner dafür wären Johnny, ich, Radex. Meistens, ja. Die drei passen ganz gut. Ja. Allgemein, Häuser sind auch noch grundflächenfrei und es kommen noch jede Menge dazu. Also wenn ihr es nicht eilig habt, könnt ihr einfach warten. Die Fläche hier zum Beispiel mit dem alten Gatter wird auch noch alles gelevelt, ähnlich wie in der Hafenstadt. Und dann könnt ihr euch das Beste aussuchen. So, ich glaube, damit bin ich fast mit dem Gröbsten durch. Oh nee, eine Sache noch. Eine wichtige Sache. H drücken. Hier habt ihr Zugriff zum internen Wiki. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wie irgendwas gebaut wird, einfach hier eintippen und ihr bekommt eine kleine Beschreibung davon. Und auch meistens, wie man es herstellen kann. Alternativ dazu gibt es noch das Wurmpedia, was auch eine super Hilfe ist. Also klar, ihr könnt immer im Village Chat fragen. Aber wenn man dann 10, 20 Mal Fragen gestellt bekommt, die man mit einem Blick ins Wiki beantwortet bekommen würde, dann ist das schon ein wenig komisch. Also ja, Fragen absolut kein Problem, aber Fragen, wo man die Antwort selber sehr schnell rausfinden könnte, einfach im Wiki nachschauen. So, jetzt gucke ich mal meinen großen Zettel. Message of the Day, Bauplatz, Holzhacken, Village, Teamspeak, im Zweifel Fragen. Okay, Teamspeak habe ich erwähnt, Forum habe ich erwähnt, Piratenpad habe ich erwähnt, Lagerhaus, Altäre, Newbie-Zeug, Improvement-Kisten, Trainingspuppen und Wiki benutzen. Ja, damit wären wir gleich mit den gröbsten Sachen durch. Falls ihr noch Anregungen habt oder Sachen, die euch stören, wie sie besser gemacht werden könnten oder das Ganze, den ganzen Ablauf hier ein bisschen reibungsfreier gestalten, immer her damit, einfach unten in den Kommentaren oder im Forum posten. Da lesen es die anderen ja auch, hoffentlich. Und im nächsten Video sehen wir uns dann zum richtigen Update-Video, wo ich die ganze Stadt, wie sie jetzt ist, mal wieder vorstelle. Es hat sich ja doch einiges getan. Also dann, bis gleich.